Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Heute findet in Peppas Spielgruppe ein ganz besonderer Unterricht statt. Heute lernt ihr etwas über den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was? Unabhängigkeitstag? Der Unabhängigkeitstag ist ein Tag, an dem die Amerikaner all die Dinge feiern, die sie an ihrem Land lieben. Und wir haben heute einen Spezialgast. Von Unabhängigkeitstag allerseits! Herr Bulle machte vor kurzem Urlaub in Amerika und zeigt uns heute ein paar Dinge, die ihm dort besonders gefallen haben. Als erstes feiern wir ein amerikanisches Grillfest. Lasst uns alle zusammen grillen mit meinem neuen Grill. Ich bin der Grillmeister. Herr Bulles Grill ist wahnsinnig groß. Oh, danke sehr, Herr Bulle. Aber es ist besser, wenn wir später grillen, und zwar im Freien. Alles klar. Zuerst ziehen wir uns schick an. Peppa und ihre Freunde ziehen sich Sachen in den Farben der amerikanischen Flagge an. Rot, weiß und blau. Der Grillmeister und sein Grill können es nicht erwarten, loszulegen. Ist es schon soweit? No, Herr Bulle. Vorher wird noch dekoriert. Oh, na klar. Ich mache mich auf zum Grill. Als nächstes schmücken alle den Raum mit roter, weißer und blauer Deko. Jetzt basteln Peppa und ihre Freunde eine amerikanische Flagge. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge? Ganz viele. Du meine Güte, das sind aber sehr, sehr viele Sterne, Kinder. Die amerikanische Flagge hat 50 Sterne. Einen für jeden Bundesstaat. Nun, ist es schon Zeit fürs Grillen? Ja, es ist Zeit. Hurra! Herr Bulle freut sich, endlich seinen Grill zu verwenden. Und seid ihr alle bereit für ein typisch amerikanisches Grillfest? Aber jetzt ist das ganze Essen angebrannt. Was essen wir denn jetzt? Keine Sorge, ich kann nicht nur super grillen, sondern auch einen leckeren amerikanischen Apfelkuchen backen. Ja! Ja! Ich liebe Apfelkuchen. Das ist das amerikanischste Gericht überhaupt, vor allem bei einem Feuerwerk. Jeder liebt Feuerwerke und Apfelkuchen. Vor allem am Unabhängigkeitstag. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht! Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Wow.
Papa, gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald. Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Peppa? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Peppa sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Peppa und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, Freunde zu putzen und an den Seiten, oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Peppa hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Peppa liebt Sticken. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen! Alles klar! Keine Autos! Gehen wir! Jetzt ist es sicher! Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe! Hallo, Papa Bus!
Es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au! Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Au! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung! Unglaublich gut!
Fantastik! Oh, hurra! Wir sind gelandet. Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. George und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh, ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und George sind zur falschen Tür gegangen. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass
Lass es dir schmecken. Danke. Oh. Muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Ich liebe Reis. Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh, etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich, ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher. Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lass uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe.
Oh. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch, vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Oh. Oh, mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart-Rennen. Peppa und Luzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkühli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha, lila. Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaube nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli.
Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Oh, ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi. Ich denke, ihr zwei werdet sehr gute Polizistinnen. Wow! Oh, super! Was ist das? Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Oh. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf ein Fond. Fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Peppa gefällt. Oh, wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Oh. Ihr müsst aber auch keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Oh! Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpeper. Oh. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum.
Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment. Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Puh. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus, ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Wow! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen... Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag.
Jeder liebt den Pfannkuchentag. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Oh! Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yeah! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Hallo allerseits. Hallo, Pep. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander, gefallen die vielen Bücher? Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald.
gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hole die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein. Ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Bäh. Oh, Peppa. Du musst vorsichtig sein. Bäh. Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es noch mal? Okay. Ich kann es! Ich habe ganz, ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von George und mir jetzt Eiscreme! Yay! Schnapp! Oh. Peppa spielt mit ihren Freunden Spiele. Ich liebe es, Schnippschnapp zu spielen. Ich gewinne immer. Ich mag Schnippschnapp nicht. Peppa würde auch mal gerne gewinnen. Warum spielen wir stattdessen nicht alle Schlangen und Leitern? Juhu! Schlangen und Leitern! Aber ich hätte gewonnen! Eins, zwei, drei, vier! Ich werde gewinnen! Zwei Felder! Jetzt darf ich die Leiter hochgehen! Ich stehe direkt vor der Ziellinie. Jetzt bist du dran, Luisa. Oh. Oh je. Luisa wird nicht gewinnen, wenn sie zurückgehen muss. Ich hab's. Machen wir ein Murmelrennen. Ich liebe Murmelrennen. Aber ich hätte sicher gewonnen.
Mit! Los! Ja. Meine rosa Murmel ist in Führung. Ich hab's. Spielen wir das Papageispiel. Ich liebe das Papageispiel. Aber meine Murmel wird gewinnen. Er wird gleich hochgehen. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab's. Spielen wir lieber wieder Schnipp-Schnapp. Snap. Schlangen und Leitern. Peppa und ihren Freunden macht es so viel Spaß, immer wieder das Spiel zu wechseln, dass sie dabei ganz vergessen, wer gerade gewinnt. Gewonnen. Du meine Güte! Jetzt ist wohl die Zeit reif für ein neues Spiel. Es heißt Aufräumen. Frohe Ostern, Kinder! Peppa und ihre Freunde unternehmen heute viele Aktivitäten zum Thema Ostern. Danke. Heute habe ich einen Spezialgast eingeladen. Frau Bebel! Hallo, Kinder. Der Osterhase will, dass ich mit euch Osterspiele spiele. Aber zuerst bekommt ihr alle lange Osterhasenohren von mir. Oh, wie ich sehe, hast du ja schon lange Osterhasenohren. So, wer hat Lust, Ostereier zu bemalen? Peppa und ihre Freunde bemalen Holzeier. Vergesst nicht, Kinder, ihr könnt euer Osterei bemalen, wie ihr wollt. Guten Tag, Herr Ei. Oh. Oh je, es sieht so aus, als habe man Klausi Kleff ein richtiges Ei zum Bemalen gegeben. Klausi, was ist mit deinem Ei los? Ich denke, ich habe beim Bemalen zu stark gedrückt. Zum Glück habe ich ein Reserve-Ei. Also gut, Häschen, folgt mir. Hopf! Peppa und ihre Freunde sind nach draußen gegangen, um ein besonderes Osterspiel zu spielen. So, jetzt spielen wir Hasenbowling. Rollt eure Eier am Boden entlang und versucht, möglichst viele Hasenkegel umzuschmeißen. Das war wohl nicht sehr Ei. Ups. Ups. Ein wenig zu hoch. Ja. Oh, jetzt habt ihr alle gewonnen. Das habt ihr alle gut gemacht. Ihr bekommt alle eine Ostermedaille. Hurra! Und das Beste daran ist, diese Medaillen sind aus Schokolade. Gibt es einen Preis für den, der am meisten Schokolade isst? Peppa und ihre Freunde lieben Ostern wirklich sehr. Heute ist Sportfest in Peppas Spielgruppe. Es gibt Team Rosa und Team Blau. Beide Teams versuchen, die Goldmedaille zu gewinnen. Ich werde gewinnen!
Luisa Löffel fällt das Sackhüpfen ziemlich schwer. Yippie! Emily Elefant aus Team Rosa hat das Sackhüpfen gewonnen. Hurra! Du bist so schnell! Quick! Oh nein, ich hab verloren! Du gabst dein Bestes. Und wir können noch gewinnen! Wuff! Der nächste Wettkampf ist das Eierlaufen. Schneller, Peppa! Quick, schneller! Peppa fällt es aber schwer, das Ei zu balancieren, wenn sie schnell läuft. Langsamer, Peppa! Lass das Ei nicht runterfallen! Okay. Lauf langsamer, Klausi! Aber lauf nicht zu langsam! Langsamer! Schneller! Langsamer! Jetzt schneller! Oh, nein! Gut gemacht! Wir haben gewonnen! Beide Teams haben derzeit einen Punkt. Nun ist das Ringwurfspiel dran. Das Team, von dem mehr Ringe auf dem Holzstab landen, gewinnt das Sportfest. Das ist ein Punkt für beide Teams. Noch ein Punkt für beide Teams. Es steht unentschieden. Luisa und Freddy, ihr seid dran. Wenn ich daneben werfe, verlieren wir. Ruff. Mach dir keine Sorgen um den Sieg. Gib einfach dein Bestes. Und hab super viel Spaß. Wir haben verloren, Quick. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Du hast recht, Peppa. Gut gemacht, Team Rosa. Ihr bekommt Goldmedaillen. Und Team Blau war ebenfalls richtig gut. Ihr bekommt Silbermedaillen. Team Rosa und Team Blau lieben das Sportfest. Jeder liebt ein Sportfest. Das ist so schwabbelig. Peppa und ihre Spielgruppe spielen heute viele Spiele. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Richtig. Aha, das ist eine Banane? Wieder richtig. Schmeckt auch wie eine Banane. Du bist dran, Pedro. Aber ich will nicht etwas Schwabbeliges angreifen. Das macht doch nichts. Unsere schwabbeligen Dinge waren lecker. Oh, es ist kalt. Es ist aus Metall. Ist es ein Schlüssel? Genau. Gut gemacht, Pedro. Hurra! Es ist ein Schlüssel zu unserer magischen Kiste. Ihr müsst noch zwei finden, um den Preis herauszubekommen. Oh. Wo finden wir die anderen, Madame Gazelle? In unserem nächsten Spiel natürlich. Dies sind Pinatas. In ihrem Inneren befinden sich tolle Überraschungen. Wie kriegen wir die raus? Ihr brecht sie auf mit diesen Schaumstoffschlägern. Sie ist voller Schnee. Meine auch. Oh.
fehlt nur noch einer. Ich liebe das Spiel, übergib das Paket. Ich auch. Ich auch. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das ist aber ein sehr, sehr langes Lied. Was ist los? Die Musik ist aus. Hurra! Peppa und ihre Freunde haben alle drei Schlüssel gefunden. Jetzt können sie ihren Preis herausfinden. Du hast es geschafft, Peppa. Ihr habt das alle gemeinsam geschafft, Pedro. Hurra! Hallo allerseits. Hallo, Peppa. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hole die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Wutz Garten. Gesundheit, Peppa. Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh, danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa. Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen könntest du ihr Angst machen und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja. Daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh,
Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal. Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Tada! Ich meine, Sumsums. Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja! Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser, wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Yay. Das ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie... Peppa und ihre Freunde sind auf dem Weg zur Schaukel auf dem Spielplatz. Stopp! Oh. Gibt es ein Problem, Herr Bulle? Ich repariere gerade die Schaukel, Papa Wutz. So, jetzt kann sie wieder absolut sicher benutzt werden. Peppa liebt es, auf der Schaukel zu spielen. Wollen Sie mit mir schaukeln, Herr Bulle? Oh. Es macht Spaß. Ich? Warum nicht? Immerhin ist sie ja jetzt repariert. Whee, uff. Wow, das war lustig. Wie kommst du jetzt wieder runter? Wenn Sie nach oben gehen, dann kommt Peppa wieder runter. Oh, etwa so? Oh. Herr Bulle steckt am unteren Ende der Schaukel fest. Herr Bulle ist ein Erwachsener und Peppa ist klein. So geht die Schaukel nicht rauf und runter. Es braucht etwas Schweres auf Peppas Seite. Verflixt, woher weißt du das? Ich bin ein Schlauberger. Oh. Alles klar. Peppas Rucksack wird sie schwerer machen. Ho, ho, ho. Wir sind im Himmel bei den Wolken. Herr Bulle steckt immer noch am unteren Ende der Schaukel fest. Ich schätze, es macht auch Spaß, unten zu sein. Hier hat man einen tollen Blick auf das Gras. Es muss ein zweiter Erwachsener mit Herrn Bulle spielen. Miau. Ich frage mich, wo wir noch einen Erwachsenen finden können. Du bist erwachsen, Papa. Oh ja, das bin ich. Ich werde mit Herrn Bulle spielen. Yay! Wow! Papa Wutz und Herr Bulle sind beide erwachsen. Deshalb ist die Schaukel jetzt im Gleichgewicht und geht rauf und runter. Stopp! Macht es Ihnen denn keinen Spaß, Herr Bulle? Mir macht es einen Riesenspaß. Ich will nur die Aussicht genießen. Okidoki, weiter geht's. Hoch bis zum Himmel. Hallo Sonne. Hallo Gras. Hallo Wolken. Hallo Peppa. Peppa und Luzi Locke haben beschlossen, ihre Kleidung heute andersrum zu tragen. Mach's gut, Luzi. Wiedersehen, Peppa.
Peppa, Luzi, warum tragt ihr eure Klamotten andersrum? Und warum geht ihr denn rückwärts? Na ja, weil heute ist Rückwärtstag. Man sagt alles und macht alles rückwärts. Nein, tun wir nicht. Dann viel Spaß. Den haben wir nicht. Peppa und Luzi Locke spielen im Garten Fangen. Und zwar rückwärts. Hab dich, du kriegst mich nicht. Es ist sehr schwer, Spiele rückwärts zu spielen. Wo bist du hin, Luzi? Ich komme. Ich hab's. Lass uns rückwärts im Park spielen. Herr Bulle findet es sehr verwirrend, dass Peppa und Luzi Locke rückwärts laufen. Guten Morgen. Warum gehen wir rückwärts? Es ist Rückwärtstag. Wir machen heute alles rückwärts. Ist echt schon wieder Rückwärtstag? Dann suche ich besser meine Rückwärtsbohrer. Ups, tut mir leid. Peppa und Luzi Locke spielen am Rückwärtstag nun zusammen im Park. Rückwärts zu schaukeln fühlt sich gleich an wie vorwärts. Aber nicht alle Spiele machen rückwärts gleich viel Spaß. Das ist rückwärts. Nein, das ist rückwärts. Spielen wir rückwärts Frisbee. Fang! Wer von euch hätte gern ein Eis? Yay! Ups, wir meinen nein! Ich sehe, euch macht der Rückwärtstag Spaß. Ich esse mein Eis jetzt rückwärts. Ups. Umgekehrt ist nicht ganz dasselbe wie rückwärts. Das ist alles sehr verwirrend. Ich schätze, der Rückwärtstag ist jetzt wohl vorbei. Peppa und Luzi Locke hatten Spaß am Rückwärtstag. Aber sie sind froh, dass jetzt wieder alles normal ist. Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor. Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Schieß doch! Schieß! Tor! Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft?
klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Hallo allerseits! Hallo, Pep! Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher.
Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hole die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Oh, schon wieder ein Apfel. Oh. Durch die Kraft von Gemüse bin ich hier. Einen Moment. Oh. Jetzt bin ich hier. Wow. Ich bin es, der superste Superheld aller Zeiten. Und ich bin hier, um euch allen beizubringen, auch Superhelden zu sein. Hurra! Peppa und ihre Spielgruppe sind alle als Superhelden verkleidet. Übung 1 in der Superheldenschule ist, setzt eure Superheldenkräfte ein, um etwas Nettes für die Welt zu tun. Luzi Locke ist nett zu einem Wurm und hilft ihm dabei, ein Loch zu graben. Freddy Fuchs ist nett zu der Pflanze, indem er sie gießt. Und Peppa ist nett zur ganzen Welt, indem sie den ganzen Müll vom Boden aufsammelt und recycelt. Ihr habt die erste Übung alle super gemacht. Die nächste Übung in der Superheldenschule ist, diesen Hindernisparcours zu bewältigen und Madame Gazelle vor den Superschurken zu retten. Auf die Plätze, fertig, los! Aber das Laufen macht alle müde. Wir sind alle außer Atem. Wieso können wir nicht schnell laufen und super stark sein? Sind wir nicht Superhelden? Ich hab's! Habt ihr heute schon Obst oder Gemüse gegessen? Ich hab mich heute geweigert, Karotten zu essen. Und ich hab vorhin meinen Apfel nicht gegessen. Aha! Obst und Gemüse helfen uns dabei, gesund zu bleiben und geben uns super viel Energie. Superhelden brauchen ganz viel Energie, um laufen und springen zu können. Madame Gazelle hat für die Kinder Teller mit leckerem Obst und Gemüse auf einen Tisch gestellt. Peppa und ihre Freunde haben das Obst und Gemüse aufgegessen. Jetzt haben sie wieder super viel Energie und versuchen es noch einmal. Wir sind hier, um sie zu retten. Meine Elden, meine Super-Elden. Gratulation! Ihr seid heute alle super gewesen. Und jeder Superheld kriegt eine Superheldenbelohnung. Was hättet ihr gern? Sind noch mehr Karotten übrig? Durch die Kraft von Obst und Gemüse sind Peppa und ihre Spielgruppe nun echte Superhelden. Hurra! Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch,
dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel mehr Spaß. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April! Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen. Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Nicht wahr, Peppa? Ja.
Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Oh. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den ersten. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen. Heute spielen alle zusammen in Peppas Garten. Emily Elefant ist in einer großen Schlammpfütze hingefallen. Monster! Nein, Monster gibt es gar nicht. Es ist ein Igel. Wow. Der Igel ist auch in der Schlammpfütze ausgerutscht. Keine Sorge, wir helfen dir da raus. Der Igel ist jetzt eine stachelige Kugel. Aber Edmund hat eine Idee. Wir müssen einen Erwachsenen zu Hilfe holen, weil der Igel verwirrt und stachelig ist. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ja. Mama Wutz, Papa Wutz. Mama Wutz hilft allen aus der Schlammpfütze heraus. Und Papa Wutz hilft dem Igel heraus. Seine dicken Handschuhe beschützen ihn vor den spitzen Stacheln des Igels. Wir können den Igel hier hineintun. Da drin ist auch ein
eine Decke, damit es angenehm warm ist. Deckchen. Wundervoll. Aufgepasst. Igel können ein kleines bisschen stachelig sein. Ich nenne dich Stachel. Ja, Stachel. Dr. Hamster ist vorbeigekommen, um zu sehen, ob Stachel gesund und munter ist. Es war sehr klug von euch, mich um Hilfe zu bitten. Hurra! Stachel hat sich wieder zusammengerollt. Wieso macht Stachel sowas, Dr. Hamster? Igel rollen sich zusammen, wenn sie Angst haben, damit sie in Sicherheit sind. Oh, also hat Stachel Angst? Es ist hier nur etwas laut. Das ist alles, wenn wir eine Mäuse sind und Stachel ein Stück Apfel geben, entspannt ihn das vielleicht. Peppa und Emily Elefant haben mehr als nur ein Apfelstück gefunden. Genau, er braucht nur Futter und Ruhe. Wir könnten Stachel später im Garten freilassen, wenn die Sonne untergeht. Und wieso nicht jetzt schon? Igel sind nachtaktiv. Das heißt, dass sie nachts die Gegend erkunden und dann tagsüber schlafen. Ich bin ein Besserwisser, weißt du? Ups, tut mir leid, Stachel. Die Sonne geht unter. Und für Stachel ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wo wohnen denn die Igel, Dr. Hamster? Wo? In Hecken natürlich. Tschüss, Stachel. Besuch uns doch bitte bald wieder. Alle haben die Zeit mit Stachel genossen. Und alle sind froh, dass Stachel wieder sicher nach Hause kommt. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Oh. Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit. Das wird ein Abenteuer. Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat Recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yeah! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Quack, 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 quack. Hab ein...
der hier ist groß. Oma Wutz hat Peppa und Schorsch darum gebeten, fürs Mittagessen nach Obst und Gemüse zu suchen. Als erstes brauchen wir eine Obstsorte, die grün oder rot sein kann. Was glaubt ihr, könnte das sein? Schorsch, wir haben keine Zeit, etwas zu essen. Wir müssen fürs Mittagessen Obst finden. Oh, ein Apfel. Die können rot oder grün sein. Als nächstes auf der Liste suchen wir nach einem langen Gemüse, das schön orange und richtig knackig ist. Ich weiß, Luisa Löffel bringt immer Karotten mit in die Spielgruppe. Die sind lang und orange und knackig. Opa, wo sind die Karottenbäume? Es wächst nicht alles auf Bäumen. Manche Gemüsesorten wachsen nämlich im Boden. Ich helfe dir, Schorsch. Als nächstes suchen wir ein Gemüse, das aussieht wie kleine Bäume. Ich sehe hier aber nur große Bäume, Opa, und keine kleinen. Diese Sprossen sehen wie kleine Bäume aus. Das ist Brokkoli. Sehr gut gemacht, Peppa. Als letztes brauchen wir noch Orangen. Seltsam, ich glaube nicht, dass ich Orangen anbaue. Falls es hier Orangen gibt, werden Schorsch und ich sie finden, Opa. Peppa und Schorsch suchen überall nach einer Orange. Orange! Das hat die richtige Farbe, aber es ist nicht das, wonach wir suchen. Orangen sind rund, Schorsch. Sie können aber nirgendwo eine finden. Wir haben sie! Das hat die richtige Farbe und es ist auch rund. Aber das ist ein Kürbis. Orangen! Wo hast du diese Orangen her, Oma? Wir suchten überall. Aus dem Supermarkt natürlich. Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tschu, tschu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja? Nein, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllhorn. Füllhorn was? Das klingt albern. Ein Füllhorn. Das ist ein hornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Herbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Ihr. Danke. Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllhörner sich sogar von allein nachfüllen. Oh, füllt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Wuff! Ich gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab.
Wow. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Füllhorn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving. Und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich... Hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachtsmann. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch. Heute haben Peppa und Schorsch beschlossen, sich Mama und Papa Wutz Erwachsenenkleidung anzuziehen. Oh Gott, was suchen diese zwei Erwachsenen in unserem Schlafzimmer? Ich bin nicht erwachsen. Ich bin Peppa und das ist Schorsch. Ihr seht beide sehr hübsch aus. Aber wieso tragt ihr unsere Sachen? Heute entscheiden wir selbst, was wir anziehen. Tja, ihr seht beide wirklich sehr erwachsen aus. Aber ich fürchte, unsere Klamotten sind etwas zu groß für euch. Ja, die sind etwas zu groß. Diese Klamotten sitzen viel besser. Peppa und Schorsch haben nun beschlossen, ihre eigenen Sachen zu tragen. So, achtet darauf, Anziehsachen auszuwählen, die zum Wetter passen.
Heute ist es sehr sonnig und heiß. Oh. Ist das die passende Kleidung für einen heißen Tag? Nein. Sie sind etwas zu warm. Und ein bisschen zu schwer. Peppa und Schorsch haben nun passende Sommerkleidung an. Das ist viel besser. Ihr müsst aber auch Klamotten auswählen, die zu eurem Programm heute passen. Wir gehen zur Spielgruppe. Aber vorher wollen wir noch in Schlammpfützen rumspringen. Pfützen! Oh je, Peppa und Schorsch tragen nicht die richtigen Schuhe, um in Schlammpfützen herumzuspringen. Denkst du nicht, ihr solltet besser Stiefel anziehen? Ich denke, wir sollten besser Stiefel anziehen. Sehr gute Idee. Sehr schön. Kann's losgehen? Sofort. Ich will nur noch schnell ein paar Sachen anprobieren. Bonjour, Kinder. Oh la la, ihr seid heute hübsch angezogen, Peppa und Schorsch. Sie haben alles selbst ausgewählt. Das sieht man sofort. Und diese Stiefel. Um in Schlammpfützen herumzuspringen, muss man Stiefel tragen, Madame Gazelle. Naturellement. Peppa und Schorsch lieben es, in Schlammpfützen zu springen. Heute ist wohl mein Glückstag, denn ich habe meine Stiefel auch mit dabei. Oh, schon wieder ein Apfel. Oh. Durch die Kraft von Gemüse bin ich hier. Einen Moment. Oh. Jetzt bin ich hier. Wow. Ich bin es, der superste Superheld aller Zeiten. Und ich bin hier, um euch allen beizubringen, auch Superhelden zu sein. Hurra! Peppa und ihre Spielgruppe sind alle als Superhelden verkleidet. Übung 1 in der Superheldenschule ist, setzt eure Superheldenkräfte ein, um etwas Nettes für die Welt zu tun. Luzi Locke ist nett zu einem Wurm und hilft ihm dabei, ein Loch zu graben. Freddy Fuchs ist nett zu der Pflanze, indem er sie gießt. Und Peppa ist nett zur ganzen Welt, indem sie den ganzen Müll vom Boden aufsammelt und recycelt. Ihr habt die erste Übung alle super gemacht. Die nächste Übung in der Superheldenschule ist, diesen Hindernisparcours zu bewältigen und Madame Gazelle vor den Superschurken zu retten. Auf die Plätze, fertig, los! Aber das Laufen macht alle müde. Wir sind alle außer Atem. Wieso können wir nicht schnell laufen und super stark sein? Sind wir nicht Superhelden? Ich hab's! Habt ihr heute schon Obst oder Gemüse gegessen? Ich habe mich heute geweigert, Karotten zu essen. Und ich habe vorhin meinen Apfel nicht gegessen. Aha! Obst und Gemüse helfen uns dabei, gesund zu bleiben und geben uns super viel Energie. Superhelden brauchen ganz viel Energie, um laufen und springen zu können. Madame Gazelle hat für die Kinder Teller mit leckerem Obst und Gemüse auf einen Tisch gestellt. Peppa und ihre Freunde haben das Obst und Gemüse aufgegessen. Jetzt haben sie wieder super viel Energie und versuchen es noch einmal. Wir sind hier, um sie zu retten. Meine Helden, meine Superhelden. Gratulation! Ihr seid heute alle super gewesen. Und jeder Superheld kriegt eine Superheldenbelohnung. Was hättet ihr gern? Sind noch mehr Karotten übrig? Durch die Kraft von Obst und Gemüse sind Peppa und ihre Spielgruppe nun echte Superhelden.
Mach dich bereit für die Spielgruppe, Peppa. Hau, hau, hau. Oh, der Weihnachtsmann? Schon wieder da? Heute ist Peppas erster Tag in der Spielgruppe nach den Weihnachtsferien. Nein, Mama, ich bin's. Aber Peppa will nicht, dass Weihnachten schon vorbei ist. Oh, Peppa, was du da anhast, ist sehr hübsch, aber es eignet sich nicht für die Spielgruppe. Oh, aber ich verkleide mich gern als Weihnachtsmann. Ich will nicht, dass Weihnachten vorbei ist. Es macht riesen Spaß. Ich weiß, aber in der Spielgruppe kannst du auch Spaß haben. Geh jetzt und pack deinen Rucksack. Guten Morgen, Peppa. Dein Rucksack sieht wirklich extrem voll aus. Und er ist auch wirklich schwer. Puh, was hast du denn da drin? Nur etwas Lametta, damit es in der Spielgruppe funkelt. Verstehe. Ein Spielzeug vom Weihnachtsmann. Ach ja? Ein paar Zuckerstangen. Sehr lecker. Oh, und ein bisschen Rosenkohl. Hm. Oh. Nimm doch lieber ein paar Dinge mit, die für die Spielgruppe nützlicher sind. Zum Beispiel? Etwa ein paar Buntstifte zum Ausmalen, dazu leckeres Obst und ein Buch zum Lesen. Oh, das Buch habe ich vom Weihnachtsmann. Das ist eine gute Idee. Zeit zu gehen, Peppa. Oh, fahren wir mit dem Schlitten zur Spielgruppe? Ich liebe es, schnell zu fahren. Das geht wohl nicht, Peppa. Es liegt gar kein Schnee. Sogar vom Schneemann ist fast nichts mehr da. Wir müssen heute das Auto nehmen, Peppa. Oh, okay. Ach. Ich weiß, du bist traurig, dass Weihnachten vorbei ist, aber ich verspreche dir, die Spielgruppe macht genauso viel Spaß. In der Spielgruppe freuen sich alle, Peppa heute wiederzusehen. Willkommen zurück, Peppa. Hast du in den Ferien Spaß gehabt? Ich... Hallo, Peppa. Hast du Lust, mit mir verkleiden zu spielen? Oh ja, ich verkleide mich sehr gern. Wir könnten auch ein Buch lesen. Ich bekam ein neues vom Weihnachtsmann. Fahren wir mit unseren Rollern um die Wette. Oh ja, bitte. Die Spielgruppe macht genauso viel Spaß wie Weihnachten. Peppa liebt Weihnachten, aber sie liebt es auch, wieder in der Spielgruppe zu sein. Alle kommen liebend gern zur Spielgruppe. Boing, 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 boing. Emily Elefant hüpft boing. Auf einem Hüpfball herum. Warum hüpfst du denn im Sandkasten herum, Emily? Weil das mein Neujahrsvorsatz ist. Was ist das? Die Absicht, etwas ein ganzes Jahr lang zu machen. Ich werde herumhüpfen. Boing, boing. Ich hätte auch gern einen Neujahrsvorsatz. Peppa und ihre Freunde beschließen nun ihre eigenen Neujahrsvorsätze. Ich werde 1.000.000 Tore schießen. Wuff, wuff. Eins. Zwei. Ich werde in einer Sprache sprechen, die keiner versteht. Ich gebe mich als Tiger aus. Rawr, 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 rawr. Ich denke, mein Neujahrsvorsatz wird sein, in Schlammpfützen herumzuhüpfen. Ich muss nur erst welche finden. Sechs, eins, neun, vier. Klausi Kleff bringt die Zahlen durcheinander und wird langsam richtig müde. Boing, 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 boing. Molly Mietzes Gebrüll hat Emily Elefant erschreckt. Emily Elefant hat ihren Hüpfball verloren. Wo seid ihr nur, Schlammpfützen? Peppa findet keine einzige Schlammpfütze. Siehst du irgendwo Schlammpfützen, Luzi? Oh, nein, leider nicht.
Ich meine, Schlammi, Schlammi, Putzi, Putzi, Bäh. Wow. Alle tun sich ziemlich schwer mit ihren Neujahrsvorsätzen. Was soll denn das hier werden? Das sind unsere Neujahrsvorsassen. 11, 12. Mein Vorsatz ist, in Schlammschützen zu hüpfen. Aber ich finde keine. Bei Neujahrsvorsätzen geht es nicht um Absichten wie diese hier. Wirklich nicht? Nein, man nimmt sich schöne Dinge für das neue Jahr vor. Dinge wie beim Abwasch zu helfen. Oder euer Zimmer aufräumen. Puh, das klingt viel einfacher als 1 Million Tore zu schießen. Wuff. Das ist deine Meinung. 101, 102.